Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Frohe Ostern. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Er sei mit euch. Ich darf Sie alle im Namen des Pfarrverbandes Melk St. Koloman und des Stiftes ganz herzlich begrüßen. Gemeinsam wollen wir diesen Ostergottesdienst gestalten mit den gebotenen Regeln und deshalb auch in aller Kürze und einfacher Form. Sie sind mit Livestream verbunden und feiern mit uns. Auch einige Melker Pfarren haben sich gemeldet, dass sie das auf diese Weise tun wollen, speziell unter Siebenbrunn und Kreuzenbrunn. Wir feiern ein Geheimnis. Das Geheimnis, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern der Auferstandene. Er schenkt uns eine lebendige Hoffnung. Er schenkt uns ein Aufstehen. Nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Er schenkt uns Begeisterung, Freude, Lebendigkeit, Beweglichkeit und vieles mehr. Bitten wir im Kyrie um seine Kraft, seine Hilfe, sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten und du lebst mitten unter uns. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast in der Kraft des Vaters Schuld und Tod besiegt. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du führst uns ins neue Leben mit dir. Herr, erbarme dich. Gott schenke uns in der Auferstehung ein neues Beginnen mit Freude und Begeisterung heute und alle Tage. Amen. Lasset uns beten. Gott, du bist das Leben. Deine Liebe ist stärker als der Tod. Das hast du in der Auferweckung Jesu kundgetan. Wir strecken dir all unsere Tode entgegen. Die lähmende Einsamkeit und Angst,
die zerbrochenen Beziehungen, die Traurigkeit tief in uns, das gewaltsame Sterben in Krieg und Hunger, unser eigenes Sterben. Und wir bitten, belebe uns in deiner Kraft und lass uns den Weg zum vollen und erfüllten Leben finden, der du lebst und wirkst in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossee. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Nacht erstarrt von Durst.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen, beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Das Evangelium erzählt von der Auferstehung Jesu Christi. Wer genau hinhört, wird merken, dass von zwei Ostererfahrungen die Rede ist. Auf der einen Seite von Ostererfahrungen zweier Männer, nämlich Petrus und Johannes, auf der anderen Seite von der Ostererfahrung einer Frau, nämlich von Maria von Magdala.
Und diese Ostererfahrungen sind völlig verschieden. Aber gerade dieser Unterschied kann uns helfen, herauszufinden, worin eigentlich die Osterbotschaft besteht. Nachdem Maria von Magdala zu Petrus und Johannes gelaufen ist, um ihnen zu sagen, dass der Grabstein weggerollt wurde, laufen beide Jünger zum Grab hin. Johannes ist Jünger, ist als Erster am Grab. Er hätte schon ins Grab gehen und alles untersuchen können. Aber was tut er? Er wartet auf den älteren, langsameren Petrus. Johannes ist zwar jünger als Petrus, aber er ist sensibel. Er stellt sich nicht an die erste Stelle, sondern kann demütig warten, obwohl er genauso neugierig ist wie Petrus. Und dann kommt Petrus angelaufen, etwas außer Atem, aber er hat es geschafft und sofort geht er ins Grab. Er bedankt sich nicht etwa bei Johannes, dass er so lange gewartet hat und ihm den Vortritt lässt. Nein, das ist doch selbstverständlich, denn er, Petrus, ist doch der Anführer. Und was ist und was sieht Petrus? Wie ein Fotoapparat fotografiert seine Logik alles, was im Grab herumliegt. Die Leinenbinden und das Schweißtuch. Letzteres liegt schön zusammengefaltet an einem besonderen Platz, getrennt von den Leinenbinden. Er nimmt alles fotografisch auf und dann nichts weiter. In der Zwischenzeit ist auch Johannes ins Grab gegangen und von ihm wird im Unterschied zu Petrus gesagt, er sah und glaubte. Nur von Johannes wird also gesagt, dass er glaubt, nicht von Petrus. Dieses Sehen des Johannes muss ein anderes Sehen sein als das des Petrus. Johannes ist sehr sensibel für Situationen. Während Petrus nur das sieht, was im Grab herumliegt, sieht Johannes mehr. Merkt sein Herz, dass hier etwas Unvorstellbares passiert sein muss. Von österlicher Freude ist bei diesen beiden Männern nichts zu spüren. Fast entschuldigend fügt der Evangelist Johannes hinzu, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Nachdem beide alles gesehen haben, gehen sie nach Hause zurück. So, als wenn nichts gewesen wäre. Weder ist von Osterfreude noch von Osterbotschaft die Rede. Wenn bis hier das Osterevangelium gehen würde, wäre das schon sehr enttäuschend. Aber was ist mit Maria von Magdala? Sie ist doch mit Petrus und Johannes zum Grab gelaufen. Nun steht sie da, alleingelassen von den Männern. Sie haben sie einfach vergessen. Maria weint. Sie zeigt Gefühle, Gefühle der Trauer. Anscheinend sorgen die Tränen ihrer Trauer dafür, dass sie nun mehr sieht als die Männer, denn sie sieht zwei Engel. Engel stehen hier symbolisch für eine andere Welt, für die göttliche Wirklichkeit. Sie sieht aber nicht nur zwei Engel, sondern auch den Auferstandenen. Dabei muss sie sich umwenden. Sie muss ihre Perspektive ändern, sodass Jesus sie mit Namen ansprechen kann. Dann erkennt sie ihn, möchte ganz nahe beim Auferstandenen sein. Ihre Trauer ist verflogen, Freude bestimmt ihr Denken und Handeln. Wie anders ist doch die Ostererfahrung der Maria von Magdala. Sie ist existenziell betroffen vom Tod Jesu. Sie trauert am Grab. Zweimal wird ausdrücklich vom Weinen Mariens gesprochen. Weder Petrus noch Johannes weinen. Hier zeigt sich schon etwas sehr Wichtiges.
Nur wer sich existenziell vom Tod Jesu treffen lässt, kann auch seine Auferstehung feiern. Wer vom Karfreitag wirklich betroffen ist, kann Ostern mit echter Freude feiern. Und wie sehen unsere Ostererfahrungen aus? Jedes Jahr wird Ostern gefeiert. Irgendwie ist alles zu einer christlich geprägten Gewohnheit geworden. Heuer wieder etwas anders. Wer ist davon schon so richtig existenziell betroffen? Und hier möchte uns das Osterevangelium wachrütteln. Das Osterfest ist ein Fest, das mich ganz persönlich ansprechen möchte. Das zeigt sich darin, dass Jesus Maria mit ihrem Namen anredet. Und diese Anrede mit dem eigenen Namen erinnert uns auch an unsere Taufe, wo wir mit dem Namen angesprochen werden, persönlich mit Gott in Verbindung kommen. Durch die Taufe sind wir hineingenommen in eine Welt, in der es keinen Tod mehr gibt, in eine Welt, in der wir glücklich leben werden. An dieses Geschenk, an jeden Einzelnen von uns, möchte uns das Osterfest erinnern. Davon sollten wir uns existenziell berühren lassen. Eine andere Botschaft des Osterfestes zeigt sich in der Hinwendung Mariens zu Jesus. Sie erfährt durch diesen Perspektivenwechsel, dass der Auferstandene identisch mit dem Verstorbenen ist. Ein solcher Perspektivenwechsel schützt unser Leben davor, bestimmte Bereiche wie den Tod auszuklammern und so in die Oberflächlichkeit abzugleiten. Durch die Besiegung des Todes ist Jesus gerade für Menschen, die dunkle Stunden ihres Lebens durchmachen, ein Wegbegleiter geworden, der durch alle Höhen und Tiefen mitgeht. Ostern möchte uns daher zu einer engen Christusbeziehung einladen. Durch die Auferstehung schenkt sich Jesus als Wegbegleiter, so wie es auch die Emmaus-Jünger erfahren werden. Maria von Magdala hat durch ihre Begegnung mit Jesus gemerkt, wie reich sie von ihm beschenkt worden ist. Auch wir werden das in der Begegnung mit ihm spüren können. Sie hat sich gefreut und diese Osterfreude gibt sie weiter. Und eine solche Osterfreude wünsche ich uns allen. Wir wollen uns gemeinsam zu unserem Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Maria von Magdala bringt den Apostel und uns die gute Botschaft von der Auferweckung Jesu. Dankbar für die Hoffnung und der Sehnsucht nach Leben treten wir vor dich, guter Gott. Wir sind dankbar und hoffen, dass die Impfung, die wiederkehrende Tests und viel Vorsicht und Achtsamkeit einen Ausweg aus der Corona-Pandemie versprechen. Wir bitten für alle, die an Covid-19 erkrankt oder in besonderer Gefahr sind. Wir sind dankbar für alle, die sich gegen die Pandemie und für kranke, gebrechliche und alte Menschen einsetzen. Wir bitten für die Ärztinnen und Ärzte, Frauen und Männer in der Pflege und Forschung, für Forscherinnen und Forscher und für alle, die in Politik, Gesellschaft und im privaten Umfeld verantwortungsvoll entscheiden müssen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar, dass viele sich und das eigene Leben so stark einschränken, auch wenn es sehr schwer fällt. Wir bitten für alle, die hoffen und sehnsuchtsvoll erwarten, dass das Leben wieder bunter, froher und geselliger sein darf. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar für jede Initiative, die Frieden in die Welt bringen soll. Wir bitten für die Menschen in Jemen, in Myanmar und in Syrien, für Familien auf der Flucht und für alle, die vor Ort helfen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar für den Wohlstand, in dem unser Land lebt. Wir bitten für Menschen in Not und lebensbedrohende Armut, in Krankheit und Hunger, in Dürre. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar, unseren Osterglauben, wenn auch eingeschränkt, miteinander leben und teilen dürfen. Wir bitten für alle, die für unsere Kirche neue Wege erkunden und erproben, für Frauen und Männer, die Aufgaben und Ämter gerecht verteilt sehen wollen, und für alle, die die Kirche lieber verlassen, als zu bleiben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar, unser Leben auf dem Fundament unserer Vorfahren aufbauen zu dürfen. Wir bitten für jene, die in diesen Tagen gestorben sind und sterben werden. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, du gehst uns voraus in das neue Leben in und bei Gott. Du schaust auf die Not der Welt und der Menschen, mit denen wir verbunden sind, und lässt sie nicht allein. Wir danken dir und loben dich. Amen.
darfst, o Herr, mir sein und leben und deine Lehre himmlisch Licht. Was kann dafür ich Staub dir geben? Nur danken kann ich mir doch nicht. Nur danken kann ich mir doch nicht. Wohl mir, du wirst für deine Herr unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen, für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet, und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum und reichte ihn seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Alois, Weihbischof Anton und allen Bischöfen, unserem Abt Georg und dem Abt Burkhard, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Wir wollen jetzt in besonderer Weise an unseren Pater Gregor denken, der jetzt gerade im Pflegeheim verstorben ist. Pater Lukas war bei ihm. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm
ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede, unsere Versöhnung. Und deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Fehler und Schwächen, auf unser tagtägliches Versagen. Schau nicht darauf, dass wir oft mit zu wenig Freude und Begeisterung aus dem Glauben heraus leben, sondern schau auf unseren guten Willen, auf unseren Versuch zu glauben und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht den Leib unseres Herrn Jesus Christus, das Brot des Lebens. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger, liebender Gott, du hast uns durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Segne, stärke und begleite uns der liebende, gütige, lebendige und frohmachende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank für die Mitfeier. Danke für die Gestaltung dieses Ostergottesdienstes. Ostern heißt doch auch aufstehen, aufspringen, neu beginnen, wieder entdecken, sich anstecken lassen, neu sich freuen, wieder lachen, ausstrahlen, handeln, auferstehen, lieben, hoffen. Dass die Botschaft vom Leben uns begleiten, stärken und mit Zuversicht erfüllen möge, das wünschen wir uns einander. Noch als Hinweis, morgen Ostermontag um 13.10 Uhr in ORF 2 ist die Sendung Stift Melk, Glanz für die Ewigkeit. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja.